Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Omsi. Der Omnibus-Simulator. Tachin Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi, der Omnibus-Simulator. Und heute machen wir nochmal Berlin, wie in den Folgen zuvor. Aber wir machen Spandau modern. Das ist eine ganz besondere Map. Und zwar deswegen, weil ich damit eine Realitätsprüfung machen kann, die wir schon mal hatten. Für Hamburg hatten wir die und für Wien hatten wir die und für den Citybus-Simulator München hatten wir das. Verlinke ich euch vielleicht an der Stelle, wenn ich dran denke, damit ihr das euch nochmal reinpfeifen könnt. Und zwar, ein Zuschauer namens Nick Kloser hat mir nämlich ein Video aufgezeichnet während der Busfahrt, und zwar für die Linie M37 auf der Strecke von Haneberg nach Spechtefeld. So, und jetzt suche ich mir erstmal einen Bus raus. Und zwar habe ich mir da auch ganz große Mühe gegeben. Ich habe nämlich einen Bus auch noch installiert. Unter größten Mühen und Schwierigkeiten. Das ist der hier, der Lion City Doppel D. Doppel D ist eine geile Größe, das wisst ihr alle. Doppel D. Ja, der Bus kann nur cool sein. Und ja, Betriebshof ist Berlin 211. 2011, Herr Frenkel, 211, das war ein bisschen, das wäre ein bisschen sehr früh in der Geschichte gewesen. So, der ist, glaube ich, 2004, den starten wir mal. Der ist, glaube ich, 2004 in Betrieb genommen worden und fährt heute noch, so wenn ich da richtig informiert bin, in Berlin. Haneberg. So, jetzt geht's gleich los hier. Ich habe euch hier quasi schon was vorbereitet, nämlich einen lustigen gelben Bus, der gerade wieder ein bisschen verschwunden ist. So sieht er aus. Also was Moderneres bin ich noch nicht gefahren. Wir machen erstmal die Infozeile an. Steuerung. Nein, Shift Z. Dann werfen wir hier erstmal an mit Elektrik. E wie Elektrik, M wie Motor. Und weil ich heute so streberhaft drauf bin, mache ich die Gangschaltung D mit der Maus. Und hier die Handbremse löse ich auch. Und jetzt müsst ihr eigentlich schon fahren. Ja, tut auch ein bisschen. Stopp, anhalten. Wir sind noch nicht so weit. Die Heizung brauchen wir noch. Ist das da unten die Heizung oder ist das die Stereoanlage? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sieht aus wie die Heizung, ne? Da drehen wir jetzt mal ein bisschen an den Knöpfchen rum. Boah, so mittig vielleicht, ne? Das machen wir mal ganz auf, weil es hat nur 15 Grad. Ah, das ist so kompliziert hier mit dem Einstellen. Warum ist das immer so bescheuert? So, Gebläse an. Bläst besser als eine Pornoschauspielerin, sage ich immer. Und so, das haben wir jetzt. Licht könnten wir innen noch anmachen, brauchen wir aber nicht, ist ja noch hell. Von außen sieht ihr das dann nämlich so. Wunderbar. Ne? Wunderbar, schöner Bus. Da haben wir auch noch einen anderen Fahrer jetzt hier. Extra mit diesem Bus. Und die Türen muss ich auch mal checken. Moment. Haltestellenbremse an auf jeden Fall. Okay, ich kann nur vorne aufmachen. Hinten wird automatisch geöffnet wahrscheinlich, wenn ich die Haltestellenbremse drin habe. Ja, dann machen wir mal wieder zu. Es soll ja warm werden im Bus, ne? Damit sich keiner beschweren kann. Und jetzt müssen wir uns einen Fahrplan raussuchen. Was will denn der jetzt? Hallo? Geht's noch? Wie kann man denn so einen großen, riesen, gelben Bus übersehen, du blöder Idiot? Wer bist du denn, Stevie Wonder oder was? Also, wenn du solche Kollegen hast, ne, brauchst du echt keine Feinde. Du Arschloch! Wirkt sich das gleich negativ auf meine Bilanz aus? Normalerweise müsste ich jetzt... Nee, warte, ich habe ja noch eine Chance. Ich werde jetzt die Polizei rufen, ja? Das habe ich noch nie gemacht, aber da ich noch keinen Fahrplan habe, kann ich mich auch nicht verspäten, deswegen mache ich das jetzt mal. Weil der Typ, der muss ja besoffen sein. Den müssen wir jetzt mal bei der Polizei melden hier. Falsch. Da denke ich immer, das ist ein Polizeimännchen, dabei ist das mein Busfahrer. So, hier. Ja, anhalten und Warnblinker. Okay, dann machen wir Warnblinker. Der muss aus dem Verkehr gezogen werden, der liebe Kollege, weil so läuft das nicht, Freunde. So, Polizei. Ja, komm! Ab in Knast hier! Blödes Arschloch. So, habt ihr gesehen? Bums, weggebeamt und im Knast. Jetzt fahre ich aber lieber ein Stück vor. Nicht, dass mich noch einer rammt von den blöden Pennern. Übrigens hier die Autos der Manta. Die sind trotzdem noch alt. Also moderne Autos gibt es auf der Map nicht. Aber ist nicht so schlimm. Halt, da fällt mir gerade noch was ein. Naja, ein Stückchen können wir noch vorfahren. Ich brauche natürlich, ganz wichtig, auch hier meinen Wegweiser. So, das ist die Haltestelle da vorne wahrscheinlich, ne? Haneberg ist die Starthaltestelle. Da kommt schon wieder so ein Bus. Wenn der mir jetzt nochmal hinten reinfährt... Dann muss er leider sterben. Da ist jetzt genug Platz, oder? Ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Ich fahre noch ein Stück weiter vor. Ihr wisst, die Kollegen in diesen Spielen sind immer total bekloppt. Die sind schlecht ohne Ende und deswegen... ja, vielleicht ist der auch schon wieder aus dem Knast ausgebüxt. So, wir brauchen einen Fahrplan. Und zwar... nee, das war falsch. Die Uhrzeit war das. Das wollen wir nicht. Wir wollen einen Fahrplan. Und zwar Linie M37. Keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich Motorway... 37 oder so. Umlauf 1 und wir wollen von Haneberg nach Spechtefeld. Das ist ja genau richtig schon. Oh, 12.52 Uhr. Das ist nicht mehr so viel Zeit. Ich hätte es lieber ein bisschen später. Und wisst ihr warum? Damit es im Bus ein bisschen wärmer wird noch.
Das müsste doch eigentlich gehen. Heineberg Spechtefeld, genau. Fahren wir erst um 14 Uhr. Dann hat der Bus genug Zeit, sich aufzuheizen. So, wo ist das Arschloch? Das kommt jetzt da hinten rum. Ich habe ein bisschen Angst. Pass auf, Alter. Wenn du jetzt mir da nochmal gegenfährst, dann steige ich aus! Auch wenn ich es im Spiel nicht kann, ich steige trotzdem aus. Bleib stehen. Ich hau dich tot. Hallo? Oh. Okay, das war knapp, aber es klappt. Jetzt kommt das Schlimmste. Ich muss gestehen, ich habe das schon vor der Aufnahme hier ausprobiert. Ich habe nämlich schon eine Aufnahme gestartet, aber die wollte ich euch nicht antun. Ich habe nämlich eine ganze Stunde gebraucht, um rauszufinden, wie ich dieses scheiß Ding hier bediene. Ne, eine Stunde wollte ich euch das wirklich nicht antun, sonst bin ich da wirklich hart, aber diesmal nicht. Diesmal zeige ich euch, wie das funktioniert, dann habt ihr auch was daraus gelernt und könnt das auch selber spielen. Hättet ihr auch nicht gedacht, dass ihr mal von mir lernen könnt, ne? Also, Kurs, man muss erstmal hier auf Rüppel drücken, ja? Ich weiß nicht, was das heißt, vielleicht rubbel die Katze oder so. Und dann muss man hier drauf drücken, wo nichts drauf steht. Und da steht dann Linie Kurs. Und die gebe ich jetzt ein. 53700. Ja. Und dann bestätigen tut man mit X. Ja. Also bei Windows macht man Fenster mit X zu. Hier bestätigt man das. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Egal. Und dann muss ich drücken hier drauf. Dann kommt hier nochmal die Route. Und die geben wir auch noch ein. Das ist in dem Fall die 4. Und ihr werdet sehen. Nochmal auf X. Es hat funktioniert. Ich bin im Spechtefeld. Wir kontrollieren das außen nochmal. Wenn der Kollege noch ein Stück vorfährt, dann hau ich aufs Maul. Da, Spandau im Spechtefeld. Passt alles. So. Dann sind wir soweit vorbereitet. Und da kommen ja auch schon die Spakonauten, die mitfahren wollen. Eigentlich habe ich gedacht, ich muss bis davor fahren, aber wenn die bis daherlaufen, ist das auch okay. Wir haben noch über 100 Minuten Zeit. Deswegen werden wir die jetzt nochmal zurücklotsen. Ne? Ihr wollt doch ein bisschen laufen. Besonders der fette Typ da in der Mitte. Der wird jetzt noch ein bisschen laufen, deswegen fahre ich jetzt ein bisschen vor. Komm. Wollt ihr mit mir mit? Ja. Hallo, wo bleibt ihr? Ihr seid so langsam. Oh, schöne Frau, schöne Frau. Dummer Mann. So, noch ein Stück vor. Ja, das hat dem Rone auch schon mal gemacht. Das hat mir so gut gefallen. Ach komm, da vorne ist das Schild erst. Wir müssen noch ein Stück vor. So, und wenn ihr denkt, ich lasse euch jetzt rein, habt ihr euch geschnitten. Wir haben nämlich noch 106 Minuten, um das Busklima noch aufzuheizen. Bei 15 Grad ist zu wenig. Da meckern sie eh wieder bloß rum. Deswegen werden wir jetzt die Uhr nach vorne stellen. 16.52 Uhr ist die normale Abfahrt. Ne, Moment, was habe ich gesagt? 16.25 Uhr? 14.12 Uhr, wie komme ich auf 16.25 Uhr? Wir machen mal 14.10 Uhr. Das reicht erfahrungsgemäß. Machen wir 14.09 Uhr. Weil die müssen erst noch... Wir machen 14.09 Uhr, ja. Dann haben die noch ein bisschen Zeit einzusteigen, ne? So. Okay. Das müsste eigentlich alles klappen. Ja, jetzt habe ich noch 3 Minuten Verfrühung. Und jetzt machen wir mal die Tür auf und lassen die Schweinepriester hier rein. Zack, 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 wir haben keine Zeit hier. Ich bin nicht nur der schlechteste Busfahrer, ich bin auch der unhöflichste. Hallo. Der unfreundlichste. Hallo. Ja, Pisser. Rinnen. So viel Ordnung muss sein. Oh, Frau Steifbein. Die mit dem kaputten Kniegelenk ist jetzt auch wieder unterwegs. Ja, das war das schon mal. Schauen wir mal kurz. Das hier ist, ja, Doppeldecker. Seht ihr das? Die geht mit dem Kopf oben durch. Mit dem Kopf durch die Decke. Mit dem Kopf durch die Wand. Ich weiß nicht. Johanniskraut kann ich empfehlen. Was macht der denn da? Ich werde nicht mehr. Aber wisst ihr, das ist das Geile an den Maps und an den Mods. Da läuft immer mal wieder was schön schief hier. Ja, also das sind ja prädestiniert für Best-Offs, ne? Also herrlich. Herrlich! Ihr müsst mir immer schreiben, wenn ihr Best-of was haben wollt, ja, in den Best-of-Folgen, weil ich kann mir das nicht alles merken. So, jetzt sind wir noch 2 Minuten verfrüht. Wir könnten die Tür mal zumachen, weil es soll ja wärmer werden. 15 Grad kann eigentlich gar nicht sein, ja. Es ist da draußen sonnig und so. Naja. Ah ja, was ich noch zeigen wollte. Der Nick Kloser, der die Videoaufnahme gemacht hat. Die Videoaufnahme blende ich dann immer ein, wenn wir fahren, ist klar. Der war da oben gesessen. Das war ganz schön schlau, weil dann habe ich endlich mal den Blick wirklich von oben, so wie es der Busfahrer im Prinzip sieht. Und das ist vielleicht auch ganz gut für euch. Ne? Dann könnt ihr ein bisschen besser vergleichen. So. Wie gut ich fahre, ist drauf geschissen. Es kommt in erster Linie jetzt bei dieser Tour mal wieder drauf an zu zeigen, wie nahe das an der Realität ist. Und deswegen fahren wir jetzt los. Warum fährt er jetzt nicht? Ah ja, Haltestellenbremse, oder? Ja, genau. So. Es gibt auch einen Bugfix für diesen Bus. Aber dieses Bugfix habe ich nicht gefunden. Deswegen konnte ich es auch nicht installieren. Oh, ist das... Wow. Keine Ahnung, das gab's mal, aber es ist nicht mehr downloadbar. Ist irgendwie verschwunden. Habe ich eine Fehlermeldung gekriegt, aber egal. Komm, der wird schon so auffahren. Ja, er fährt. Kann ich jetzt eigentlich ansagen? Nächste Haltestelle, Moment. Nein, funktioniert nicht.
Okay, dann muss ich es halt jetzt durchsagen. So, mit meinem Mund quasi. Nächster Halt, Reimerweg. Hä? Mache ich das professionell oder mache ich das professionell? Warum das jetzt nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Heute kommt es mir auf den Realitätscheck an. So. Das dauert ganz schön lang hier, diese Strecke, bis man da erstmal überhaupt ins Rennen kommt. Oh Gott, Gegenverkehr. Dicker Bus von vorn. Uiuiui, das macht mir ein bisschen Angst. Ich darf nicht zu weit rechts fahren und nicht zu weit links, ne? Das schaffen wir, oder? Das schaffen wir. Wir kommen da vorbei. Wir kommen da vorbei! Ja! Okay. Ihr merkt, ich bin ein bisschen nervös heute. Da müssen wir jetzt links abbiegen. Jetzt wird rot. Jetzt bin ich wieder ein bisschen auf den Bordstein gebubbelt. Ich sag's euch, ja? Fresse halten da hinten! Sonst, sonst raucht's! Sonst klatscht's! Ja, aber kein Beifall. Das kann ich euch sagen. Gut, jetzt sehe ich die Ampel leider wieder nicht. Müssen wir so machen. Blinke ich denn noch? Blinke ich denn noch? Ja, ich habe ein Auto hinter mir. Und da bin ich ein bisschen auf dem Bordstein, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Es hat noch keiner gemeckert. Ich sehe die Ampel jetzt wieder nicht. Wo ist denn diese scheiß Ampel? Die ist ja total beknackt, ey. Wir machen seine Ampel da direkt so, dass man es nicht... Ah, jetzt. Da. Da. Rot ist noch. Rot ist noch. Ich habe alles im Griff. Wir haben noch 1,2 Minuten Verfrühung. Das heißt, ich habe ein bisschen ein Polster. So, jetzt können wir weiterfahren. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen ausholen, ne? Haben wir doch so gelernt. Okay. Und da vorne ist die nächste Haltestelle. Hier ist nicht rechts vor links, da hatte ich ja neulich so ein kleines Problem. Hier ist Vorfahrt für mich, ganz klar. Und warum steht der blöde Idiot da? Zieh Leine! Blöder Penner. So, okay. Wir müssen da hin. Da sitzen sie schon wie die Orgelpfeifen. Lalalala. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, hervorragend gelöst, der Herr Frenkel. Ja, los, rein! Ja, dann geh wieder! Du kannst aussteigen, die Tür ist offen! Hab kein Problem damit! Hast denn nicht mal was bezahlt? Dumme Nuss. Ja, ist doch auch wahr, was soll denn das dauern, das blöde Scheißgemeckere? Wenn die nichts zu meckern haben, was ist denn jetzt los? Jetzt komme ich doch da nie wieder raus. Ich blink mal links. Da tut mir doch jetzt keiner den Gefallen und lässt mich rein, oder? Da lache ich ja. Dann fahrt schnell vorbei, damit ich hier rauskomme. Oh, der wartet. Der wartet, doch tatsächlich. Der Brüller! Das habe ich ja noch nie erlebt hier. Hoppla, das war eine falsche Taste. Ich wollte eigentlich Space drücken, damit ich wieder zentriertes Lenkrad habe. So, der nächste Halt, Heerstraße. Habe ich jetzt gerade wieder angesagt durch mein Mikro. Habt ihr gehört, ne? So, das... Ach komm, scheiß Bordstein. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe den Baseballschläger gewonnen neulich beim Preisausschreiben. Wenn du den haben willst, auf die Nuss, kannst du haben. So, die Bremsung war ein bisschen hart, aber... Aber herzlich. So, stopp. Los, rein! Hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ja, Hauptsache du hältst die Fresse und gehst durch. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ach Gott. Danke. Ja, einmal weiter. Normal, Mann! Könnt ihr euch die nicht im Vorverkauf kaufen, ihr Arschgesichter? Eine Fahrkarte, die oh, der Herr Pfarrer auch noch. Die könnten wir euch bescheißen, oder? Habe ich jetzt gerade das Ding hier verschoben? Oh! Cool! Guckt euch das mal an, da kann man fliegen. Flop, 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 flop. So, wieder einrasten lassen. Nur nicht so viel rumspielen, Herr Frenkel, ja? Die Simulatoren-Ernstnehmer da draußen, das wisst ihr, die Fans, die finden das nicht lustig, wenn ich hier so leger arbeite und nicht ernsthaft. So, das war Heerstraße, ne? 438. Ach, jetzt geht's noch weiter. Nächster Halt, Heerstraße, Magistratsweg. Oder Kastratsweg? Nee, Magistratsweg. So, Moment, muss ich abbiegen? Ich muss geradeaus. Okay. Ich habe alles im Griff, keine Sorge. So, da geht meine Verfrühung dahin. Zum Glück hatten wir das am Anfang. Halt an, halt bitte an. Ja, gut, 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 Herr Frenkel. Super. Die hat wieder im Vibrator vergessen in sich drin, Hallo. Das kennen wir schon. Hallo. Ich hätte gerne
eine Tageskarte. Hat da gerade einer gehupt? Muss ich aussteigen und irgendwie wieder Schellen verteilen oder was? Eine Kurzstrecke bitte. Schellen ist bayerisch übrigens für Prügel. Hallo. Ohrfeige, ja, ihr versteht? Schellen. So. Tür zu. Und wer hat da jetzt gehupt? Keine Ahnung. Kann mir auch völlig egal sein. Ich bin Bus, ich habe Vorfahrt. So. Ach, es geht immer noch weiter. Die Straße ist ganz schön groß. Ja, nächster Halt, Heerstraße, Sandstraße. Oh, ich bin so ein guter Busfahrer. So, jetzt passen wir mal auf. Ach, Mann! Ich fahre jetzt einfach links, das ist einfacher. Da kann ich nicht an diese scheiß Bordsteine immer hindutzen. Ich fahre mittig. Aber solange keiner aussteigen will, ist das noch nicht so schlimm. Das ist immer noch auf Rekordkurs. Okay, jetzt muss ich da vorne wieder gucken. Ah, ich muss erstmal anhalten. Und ich muss dann nicht nach links abbiegen. Doch, ich muss nach links abbiegen. Wie soll ich das denn machen? Ihr spinnt doch. Kommt ihr her? Wollt ihr einsteigen? Kommt ihr bis hierher? Nee, tun sie nicht. Wir wollen überhaupt nicht einsteigen. Das ist die falsche Haltestelle. Ja, dann habt ihr Pech gehabt. Ich muss jetzt darüber. Ja, ist gut. Brauchst du nicht hupen. So, blinke ich? Ja, ich blinke. Hup ich? Fahr zu, du scheiß Berliner Taxifahrer! Ist frei! Das gibt's ja nicht, ey. Ja, oh, bleib da nochmal stehen! Mensch, Opa, nimm den Hut ab! Gibt's ja gar nicht. Das ist wahrscheinlich meine Haltestelle hier. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Pass mal auf, Alte. Das nächste Mal, wenn du lästerst, dann überleg dir das gut, weil dann beschall ich dich hier mit Justin Bieber Musik. Ah, nee, geht nicht. Wegen der GEMA. Dann singe ich selber, Justin Bieber! Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Bitteschön. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Durchgehen! Eine Tageskarte, bitte. Ja, wunderbar. Halt, ich muss erst die Tür schließen und dann die Haltestellenbremse wieder festmachen. Okay, einfach mal weiter. Ich hätte die Mone mitnehmen müssen. Die hätte die Ansagen machen können. Aber wusste ja nicht, dass die nicht funktionieren. Ja, nächster Halt, Obstallee. Alles klar. Ich mache mich hier jeden Tag auf YouTube zum Obst und jetzt fahre ich auch noch dahin. Ah, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir bitte ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage erstmal Danke und Ciao.